Danke. Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich jeden Abend vor dem Bildschirm? Fragte ich mich. Mindestens 2 Stunden. Was würde geschehen, Herr, wenn ich den Fernseher verkaufen und diese Zeit im Gebet verbringen würde? Was würde geschehen, wenn ich Abend für Abend 2 Stunden im Gebet verbringen würde? Der Gedanke war erheiternd. Ersetze Fernsehen durch Gebet und sieh zu, was geschieht. Sofort kamen mir Gedanken, die sich dieser Idee widersetzten. Ich bin abends müde, ich brauche Entspannung, ich brauche einen Wechsel im Tempo. Fernsehen gehört zu unserer Kultur. Es ist für einen Geistlichen nicht gut, wenn er nicht weiß, was die Leute sehen, worüber sie sprechen. David Wilkerson schreibt hier in seinem Buch »Das Kreuz und die Messerhelden« über diesen inneren Kampf eben. Und er hat sich schlussendlich entschieden, dass er einen Fernseher verkauft. Er schreibt weiter, »Mein Leben ist seitdem nicht mehr dasselbe gewesen. Jeden Abend ging ich um Mitternacht, statt wie sonst einige Knöpfe zu drücken, in mein Arbeitszimmer, schloss die Tür und fing an zu beten. Zuerst schien die Zeit nur dahin zu schleichen und ich wurde unruhig. Doch dann lernte ich, planmäßiges Bibellesen zum Bestandteil meines Gebetslebens zu machen. Ich hatte bis dahin noch nie die ganze Bibel durchgelesen. Und ich lernte, wie wichtig es ist, zwischen dem Bittgebet und dem Lobgebet Gleichgewicht zu halten. Wie wunderbar ist es doch, eine geschlagene Stunde mit nichts als Dankbarsein zu verbringen. Es rückt unser Leben in eine neue Sicht. Während einer dieser späten Gebetsstunden nahm ich die Zeitschrift Life zur Hand. Und viele von uns wissen, was dann passiert ist. Also er hat die Zeitschrift genommen, da war eine Zeichnung von so einem Gerichtssaal, wo 7 Jugendliche verurteilt worden sind, weil sie einen Jugendlichen im Park brutal geschlagen, zusammengeschlagen und ermordet haben. Und auf einmal laufen David Wilkerson die Tränen übers Gesicht. Und er weiß nicht warum, aber Gott weiß warum und Gott hat sein Timing. Das ist der Anfang von tausenden veränderten Leben, von Millionen veränderten Lesern und der Anfang von Teen Challenge, einer Drogenarbeit. Und das Ganze hat nicht erst begonnen, als er die Zeitschrift in die Hand genommen hat, sondern das Ganze davor, wo er überlegt hat, soll ich den Fernseher wegtun, soll ich, ja. Die meisten von euch, die wissen, dass ich für Kleingruppenarbeit zuständig bin, Bench hat es auch gesagt, und das sind einfach kleine Gruppen, die treffen sich, um Gemeinschaft zu haben, gemeinsam die Bibel zu lesen, über ein Thema auszutauschen, über ihr persönliches Leben auszutauschen, miteinander zu beten. Und ich habe als Leiter, als Vision habe ich 3 Punkte herausgearbeitet. Und das erste ist echte Gemeinschaft. Da habe ich im Juni drüber gepredigt. Wenn ihr es nicht gehört habt, könnt ihr euch gerne die Predigt anschauen. Die ist auf YouTube. Mit echter Gemeinschaft meine ich nicht so halt nach dem Gottesdienst reden, so Smalltalk, sondern wirklich die Gemeinschaft, nach der sich jeder Mensch sehnt. Dieses Kennen und gekannt werden und das Familie zu sein, Familie zu leben. Das Zweite, also wenn es nur bei Gemeinschaft bleibt, kann es ein Fußballclub sein oder gute Freunde. Was unbedingt dazugehört, ist persönliches Wachstum. Und das ist auch das Thema von heute. Das Dritte, was dazu gehört, ist noch den Auftrag zu erfüllen. Das heißt, deine Berufung zu entdecken und zu ergreifen. Okay, jetzt gebe ich euch kurz einen Überblick. Also ihr werdet heute dann wissen, was ist persönliches Wachstum? Warum brauchen wir es? Was ist das letztendliche Ziel, wohin wir wachsen wollen? Dann werden wir uns aufteilen in Minigruppen, also in so kleine Gruppen. Dann machen wir eine Umfrage über Slido und dann am Schluss gehe ich nochmal ein, wie können wir ganz praktisch persönlich wachsen. Okay, warum persönliches Wachstum und nicht, warum nenne ich es nicht geistliches Wachstum? Die Sache ist, geistliches Wachstum, ich schreibe hier GW, ist sehr gut, das ist top, das ist Teil vom persönlichen Wachstum. Aber es ist nur ein Teil davon.
Persönliches Wachstum ist viel mehr, beinhaltet viel mehr. Und ganz persönlich möchte ich es auch nicht geistliches Wachstum nennen von diesen drei Punkten, weil es vielleicht, ja, vielleicht erlebt man voll viel geistlich, aber es hat gar keine Auswirkung auf Charakter oder wie man lebt, auf das Leben. Und was wir als Christen brauchen, sind alle diese drei Dinge. Wir müssen im Geist verändert werden, wir müssen im Charakter verändert werden und dann auch in unserer Identität und Berufung. Was das ganz klar zum Ausdruck bringt, ist auch die Stelle, wo Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen, sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Das heißt, wenn ich in Zungensprachen reden kann und in Engelszungen noch viel, viel schöner, aber ich habe keine Liebe dabei, dann klingt das, wenn ich rede, so. Klingt gar nicht so schlimm. Aber das sagt Paulus. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, buchstäblich, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also alle Geistesgaben, alle, also im höchsten Maß, wenn ich die alle habe und ich habe keine Liebe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also es bringt wirklich gar nichts, wenn man geistlich ganz top ist und alle Erkenntnis hat und dann keine Liebe hat. Und Liebe, das hat mit Charakter und mit Herz zu tun. Okay, persönliches Wachstum, was ist das? Was ich darunter verstehe, ist Reife oder zunehmen oder verändert werden im Guten in drei Bereichen. Meine Kleingruppe kennt das. Im Glauben, das ist die Beziehung mit Gott, das ist geistliches Wachstum. In der Identität und Berufung mit dir selbst. Ich schreibe hier für Berufung, berufliches Wachstum. Das ist die Beziehung, die du selbst zu dir hast, dass du weißt, wer du bist und warum du hier auf der Erde bist. Und das ist Reife im Charakter, charakterliches Wachstum. Ja, so. Im Charakter. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe noch drauf an. Okay, jetzt die Frage, warum soll ich persönlich wachsen? Man kann ganz viel da sagen, aber weiß nicht, manche würden sagen, ja, ich bin eh errettet, ich bin eh gerettet, ich bin ja nicht schlimm oder so. Aber warum soll ich persönlich wachsen? Weil viel auf dem Spiel steht. Und um es konkret zu sagen, dein Glaube, deine Beziehungen, also Beziehungen und Freundschaften, hat mit Charakter zu tun, und deine Berufung. All das steht auf dem Spiel. Wenn du nicht persönlich wächst, kann es sein, dass bei deinem Glauben dass Stürme kommen oder dass du auf einmal Zweifel hast und dass du durch ganz schwierige Dinge durchgehst, die du nicht verstehst. Warum lässt Gott das und das zu? Und wenn du dich jetzt nicht vorbereitest und nicht jetzt wächst und ein gutes Fundament baust, dann wirst du untergehen. Dann wirst du das nicht schaffen, am Schluss wirst du deinen Glauben verlieren. Oder auch mit Glauben, wenn du mit Sünde spielst oder wenn Sünde in deinem Leben ist, wo du ganz genau weißt, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut. Das kann dazu führen, dass du den Glauben mal hinwirfst. Weil ich kenne Leute, die sagen, nein, der Glaube funktioniert nicht. Mein Leben hat sich nicht verändert durch den Glauben. Weil sie Sünde zugelassen haben, Und, und,
und weiter gegangen sind und am Schluss haben sie den Glauben verloren. Und so wie Paulus schreibt, haben sie Schiffbruch erlitten im Glauben. Deine Beziehungen und Freundschaften, habe ich gesagt, der Charakter. Was ist Charakter? Das ist großzügig zu sein, ehrlich zu sein, treu zu sein, geduldig zu sein, nicht auszuzucken oder das ist freundlich zu sein, sanftmütig zu sein. Das ist Selbstbeherrschung, das ist Ausdauer, Durchhaltevermögen, das alles ist Charakter. Und Gott ist ganz klar im Wort, er sagt, die Frucht des Geistes, also die Frucht ist das, was wächst, wo man persönlich wächst. Die Frucht, die der Heilige Geist in dir hervorbringen will, sind Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Das möchte der Heilige Geist in dir hervorbringen. Und warum sage ich, deine Beziehungen und Freundschaften stehen auf dem Spiel? Ich arbeite viel mit Jugendlichen und da höre ich manchmal, dass, weiß nicht, wenn die Eltern eben Schwächen haben, das kann dazu führen, dass das Kind sich denkt, oh Mann, ich weiß nicht, ob der Glaube wirklich funktioniert. Oder ich meine, niemand von uns ist perfekt, also kein Stress. Aber wenn du an dem arbeitest, an deinem Charakter, dann kannst du dir in Zukunft vielleicht viel ersparen. Wenn du ein junger Mensch bist und du arbeitest jetzt zum Beispiel, du hast ein Vertrauensproblem. Du kannst dich nie ganz wem anvertrauen. Das kann auf Dauer deine Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, das kann deine Beziehung zu deinem Partner kaputt machen, das kann deine Beziehung zu deinen Kindern, also zwischen Eltern und Kindern kaputt machen. Und was Gott möchte, ist, dass du hier auch wächst, dass persönliches Wachstum auch hier stattfindet. Und stellt sich vor, eine Welt, wo Christen sind, die alle in all diesen Charaktereigenschaften so stark und reif geworden sind. Genau, und das Letzte ist mit Berufung. Gott möchte, dass du herausfindest, warum du auf der Welt bist. Er möchte dir sagen, warum er dich in die Welt gesetzt hat. Du bist kein Zufall, Gott hat einen Plan mit dem Leben. Und wie Bench gesagt hat, Gott zwingt sich nicht auf, er drängt sich nicht auf. Bei David Wilkerson war es, er hat gesagt, okay, ich gebe mal den Fernseher weg und schaue, was passiert. Und Gott hat über Monate und Jahre an ihm gearbeitet. Und dann war er bereit, im richtigen Moment das zu tun, was Gott vorbereitet hat. Also, warum soll ich persönlich wachsen? Weil sehr viel auf dem Spiel steht. Okay, sind wir schon beim zweiten Punkt. Was ist das Ziel vom persönlichen Wachstum? Welches Ziel verfolgen wir? Wo möchten wir hin? Wohin wollen wir wachsen? Und das eine ist sicher Mündigkeit, dass jeder eben hier die Reife hat, aber die Bibel spricht von etwas noch viel Tieferem und das ist urschön. Paulus schreibt in dem, Jesus redet von dem, überall wird von dem gesprochen. Und Paulus sagt zum Beispiel zum Timotheus in einem sehr persönlichen Brief, schreibt er, das Endziel der Weisung, das heißt, das Ziel, das hinter allem steht, was ich tue, warum ich lehre, was ich lehre, das Endziel der Weisung aber ist Liebe. Das ist es, Liebe. Und nicht irgendwelche Liebe, sondern Liebe, die aus einem reinen Herzen und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben kommt. Ungeheuchelter Glaube, das ist das mit Charakter. Das ist Integrität zu haben, dass ich nicht den Glauben vorheuchle, sondern wirklich das lebe, was ich sage, dass ich glaube. Und ein reines Herz, ein gutes Gewissen, also das heißt Liebe, die aus einem guten Herzen kommt, einem reinen Geist und einem Leben, das ungeheuchelt ist. Also wunderschön. Er hat noch eine Stelle in Philipper 1, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Da sagt er, und ich bete, dass eure Liebe immer weiter überfließt und dass ihr nicht aufhört zu wachsen an Einsicht und Erkenntnis. Also Herz, Erkenntnis, Liebe. Denn ich will, dass ihr versteht, worauf es wirklich ankommt, sodass ihr ein reines und untadeliges Leben führt bis zum Tag der Rückkehr Christi.
auf dass ihr immer erfüllt seid mit der Frucht eurer Erlösung, also mit dem Wachstum, mit dem, ja, mit der Frucht, dass wir Frucht bringen, unsere Erlösung, dem gerechten Charakter in eurem Leben, gewirkt durch Jesus Christus. Denn dadurch wird Gott viel geehrt werden. Das ist wunderschön. Jetzt haben wir uns angeschaut, was ist persönliches Wachstum? Wir haben gesehen, warum sollen wir persönlich wachsen? Wir wissen, was das Ziel ist. Das ist die Liebe. Das heißt, immer wenn du nicht weißt, wachse ich eigentlich, kannst du schauen, habe ich mehr Liebe für Gott? Liebe ich Gott mehr als vorher? Liebe ich mich selbst mehr als vorher? Und liebe ich andere Menschen mehr als vorher? Das ist der Leuchtturm, auf den wir uns ausrichten. Und wo wir sehen, ja, ich bin auf einem guten Weg. Ich werde weniger zornig und ich werde ein bisschen großzügiger und ich gebe gerne was her. Das ist genau. Also jetzt wissen wir, warum und was das Ziel ist. Es ist die Frage, wie wachsen wir? Und dafür möchte ich uns in Kleingruppen aufteilen. Das heißt, ihr könnt euch in Dreiergruppen zusammentun. Setzt die Maske auf, haltet den Mindestabstand an. Und hier habt ihr, so gut es geht, und da habt ihr drei Fragen. Ihr könnt die erste auf jeden Fall gemeinsam, und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch die nächsten beiden. Aber die nächsten beiden könnt ihr euch auch mit nach Hause nehmen und euch überlegen, wo möchte ich persönlich wachsen und was kann ich tun, damit ich wachse. Okay? Also ihr dürft euch jetzt zueinander drehen. Ich gebe euch 5 Minuten Zeit, 2 Minuten länger als letztes Mal. Genau. Stellt sich kurz einander vor und dann redet über vor allem die erste Frage.
Okay. Ich darf euch bitten, die Gespräche später fortzusetzen. 5 Minuten vergehen so schnell. Das ist unglaublich. Das waren sogar mehr als 5 Minuten. Aber wir machen gleich weiter. Ihr könnt euer Handy zücken, geht auf slido.com und gebt ein 2727. Genau. Ich habe nämlich auch Soziologie studiert und ich liebe es, Umfragen zu machen oder Dinge herauszufinden, die ich noch nicht weiß. Okay. Also genau, jetzt sollte das bei euch sein. Solltet ihr das sehen? Es ist ganz leicht, ihr geht aufs Internet, öffnet das Internet am Handy und gebt ein slido.com und dann dort ist dann ein Feld, da gibt es hier 2727 an. Genau, das sieht man gar nicht mal alle Antworten. Es gibt nämlich 8 insgesamt. Aber ihr könnt eh bei euch herumscrollen. Okay. 21 Leute. Sehr cool. Genau. Also ich lasse einfach mal so weiterlaufen. Ich lasse es offen, das heißt, ihr habt noch Zeit und auch im Livestream, ihr habt auch noch Zeit. Genau. Ich wollte euch nur was ankündigen und zwar habe ich für heute geplant, dass wir Interessensgruppen, also dass ich euch helfe, dass ihr euch findet mit denselben Interessen. Das heißt, nach dem Gottesdienst werde ich dann draußen stehen im Freien. Ich werde dann so Stehtische haben. Bei mir stehen dann auch ein paar Leute. Und Interessensgruppen, das ist einfach, man trifft sich, man macht das, was man gerne tut, gemeinsam. Man hat auch einen Teil, wo man vielleicht was in der Bibel liest oder austauscht oder miteinander betet. Genau, aber wie das ganz praktisch aussehen kann, ist nach dem Gottesdienst, wenn ihr zu mir kommt, ich nehme euren Namen auf und dann, was ihr gerne machen würdet. Und dann sagen wir, es melden sich 5 Leute, die sagen, ich würde so gern wandern gehen, aber alleine macht das nicht so viel Spaß. Melden sich 5 Leute. Die Leute habe ich dann hier gesammelt. Ich schreibe den 5 Leuten, wer sie sind. Die reden sich zusammen. Hey, treffen wir uns mal, gehen wir mal wandern. Die gehen mal wandern. Sagen wir, einer Person gefällt es nicht so. Und 4 sagen, na, das war voll cool, wir wollen uns weiter treffen. Das ist eine Art, einfach, wie man Gruppen auch bilden kann, nach gleichen Interessen. Oft sind das auch ähnlich denkende Leute oder man lernt neue Leute auch kennen, das ist auch schön. Okay, 116, wow, sehr cool. Genau. Warum bin ich so ein Fan davon? Weil man tun kann, was man liebt. Man kann neue Leute kennenlernen. Gemeinsam ist besser als allein. Man kann einander inspirieren und man kann gemeinsam wachsen. Und der letzte Punkt, das ist voll cool, man kann einfach Freunde mitnehmen. Ich finde, die Barriere ist manchmal so hoch, dass man in den Gottesdienst kommt, gerade bei Freunden, die halt gar nichts mit dem Glauben am Hut haben. Aber das ist eine Möglichkeit, wo man sagt, hey, willst du mit wandern gehen? Und dann gibt es einen, der gibt ein Zeugnis oder man betet zusammen und der lernt uns einfach ganz normal kennen, weil wir sind auch ganz normale Leute im Alltag. Und das ist so cool, du kannst einfach deine Freunde, die gern wandern gehen oder, genau. Ich gebe euch die nächste Slido, falls es funktioniert. Ui, da, genau.
gebe euch die nächste. Und da, das sind schon ein paar Gruppen. Also was mir halt so eingefallen ist, habe ich reingeschrieben. Und ihr könnt einfach, wenn du Interesse hast, sagen wir bei Wandern, gibst du einfach Wandern an. Das wird dir dann vorgeschlagen und du kannst es anklicken. Also nur die sich überlegen, wow, eine Interessensgruppe, das wäre schon, wär schon cool. Ja, und da kann ich euch sagen, also ich kenne zum Beispiel die Paulina, also die Kostbar jetzt leitet, die geht sehr gerne wandern. Und also wer auch gerne wandern geht, kann das einfach so machen. Oh, tanzen. Voll cool. Da müsst ihr unbedingt zu dem Kreativ-Workshop dann gehen. Filme, Kino. Da hat mein WG-Kollege, der Sam Utri, der hat gesagt, er würde voll gerne so alle 2 Wochen einen Film anschauen, entweder daheim oder ins Kino gehen und einen Film anschauen und dann darüber diskutieren und eben auch Austausch haben. So echte Gemeinschaft und einander auch fragen, hey, wie geht's dir in deiner Beziehung mit Gott? Genau, Fußballgruppe. Also es gibt Athletes in Action, aber die haben mir gesagt, die sind schon voll. Aber wenn irgendwer sich denkt, ich möchte trotzdem Fußball spielen, also ich würde eigentlich voll gerne auch, dann kommt es einfach zu mir nach dem Gottesdienst und meldet euch. Theologenstammtisch, wow, sehr cool. Ich könnte fast zu jeder Gruppe, interessiert mich alles. Männergruppe, Malen, sehr cool. Ich lasse es noch offen, also ihr könnt einfach weitermachen. Also ich werde es im Hintergrund lassen, aber... Genau, also hier. Wo ist meine Maus? Okay, genau, für Interessensgruppen könnt ihr euch dann draußen melden oder online, geht dann über E-Mail-Adresse oder auf der Homepage. Stehen auch alle jetzigen kleinen Gruppen, sind dort. Genau. Und zum Schluss noch, jetzt muss ich es beenden, aber ich habe noch eine dritte Frage, die interessiert mich einfach so. Ich habe mir gedacht, ich nütze die Gelegenheit, weil wir haben öfters geredet, nach dem Gottesdienst, wollen die Leute was machen oder wollen sie nichts machen? Können sie einfach sagen, so, wärt ihr gern dabei oder eher nicht oder nein, keine Zeit. Genau, da ist meine Maus. Okay, ich lasse das auch, das lasse ich jetzt offen im Hintergrund und gehe jetzt zur letzten Frage, zum letzten Punkt. Wie kann ich persönlich wachsen? Und da wäre ich urgespannt zu hören, was ihr ausgetauscht habt, wie ihr gewachsen seid, persönlich. Und jetzt gebe ich euch einfach noch ein paar Punkte ganz, ganz schnell, im Schnelldurchlauf. Genau, Zeit mit Gott, das ist so, das ist der Grund, warum ich heute an Gott glaube, noch immer. Weil ich Gott erlebe, wie er mein Herz verändert, wie er mein Leben verändert, wie er spricht. Und das ist eine Reise, so wie David Wilkerson das beschrieben hat. Am Anfang ist es voll zart und dann irgendwann kommt man rein, dann lernt man unterschiedliche Arten von Gebet und dann ist es lebensverändernd. Und da wünsche ich uns allen, dass wir da hinkommen. Such dir einen Partner oder Freunde, Kleingruppe. Such dir einen Partner, ja, müsste ich mir selber auch sagen. Also such dir Freunde, vor denen du dich öffnen kannst. Also alleine wachsen ist schön und gut, aber mach das Bibellesen und Gebet mit anderen Freunden zusammen. Komm in eine Kleingruppe. Kommen in eine Interessensgruppe und teile das Leben dort gemeinsam mit anderen. Such dir einen Mentor oder ein Vorbild. Such dir jemanden, wo du sagst, hey, der ist geistlich so cool drauf, der ist charakterlich so gut drauf. Ich habe mein Leben lang immer mir Vorbilder gesucht. Also immer. Der Rien war mal ein Vorbild, ein Mentor. Den habe ich dann regelmäßig besucht und mit ihm geredet. Der hat sich die Zeit genommen, hat das urgerne gemacht. Ich weiß nicht, er ist irgendwo hier, glaube ich. Ja, danke, Rien. Oder einer der besten Jugendleiter, die ich je hatte, das ist der Andi Reiter. Ich glaube, der ist auch da. Ich glaube, der ist der Einzige, der noch...
Ja, auf jeden Fall, was ihn ausgezeichnet hat, war, dass er, die anderen haben immer sehr viel zu tun gehabt, die anderen Jugendleiter. Und er ist jemand gewesen, der hat sich Zeit genommen. Der hat mir zugehört, der hat mir Fragen beantwortet. Der war der Erste, der mich gefördert hat, mal zu predigen in der Jugend. Und für mich war das so ein Riesenschritt. Aber genau, sucht sich ein Mentor, ein Vorbild, jemand, der mehr Lebenserfahrung hat. Und umgekehrt, wenn du schon geistlich was zu geben hast, such dir Kinder, geistliche Kinder. Werde geistlicher Vater, geistliche Mutter, übernimm Verantwortung. Weil von dieser Wachstumsdings, das Endziel ist nicht das, dass wir dann urreif sind und alles erkennen und alles checken. Das Ziel ist das, dass wir geistliche Väter und Mütter werden, dass wir andere bei der Hand nehmen, ihnen helfen. Okay, wie können wir noch wachsen? Schau dir Predigten an oder Lehrvideos im Internet. Schau sie gemeinsam an mit deinen Freunden und diskutier drüber. Da kann ich empfehlen, Johannes Hartl macht extrem gute, also so gut, also das hat mir in der Corona-Zeit sehr geholfen. David Pawson ist leider nur auf Englisch, Louis Giglio auch. Das Louis Giglio schaue ich seit über 20 Jahren. Das ist so mein großer Mentor, ohne dass er es weiß. Aber David Pawson ist einer der besten Bibellehrer, die ich kenne. Genau. Dann lies Bücher. Bücher sind extrem uncool heutzutage irgendwie, weil es gibt Netflix und so. Aber die sind so gut. Ich kann empfehlen C.S. Lewis, mein großes Vorbild. Pardon, ich bin Christ. Ich glaube, fast jeder sollte das gelesen haben, wirklich. Pardon, ich bin Christ ist Grundlage und geht aber so tief. Und ich habe das erst letztes Jahr, glaube ich, gelesen, gemeinsam mit dem Staff-Team. Und ich habe mich so geärgert, warum habe ich das nicht als Jugendlicher gelesen? Oder warum habe ich so lange gewartet? Ja, und das Letzte ist jetzt also was kann uns hindern am Wachstum? Es gibt Hindernisse und ich möchte dich einfach ermutigen, die aus dem Weg zu räumen. So wie, weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht mal, was du falsch machst oder so, aber vielleicht hast du einfach den Fokus voll verloren und du bist im Alltag und lebst vor dich hin und verpasst eigentlich urviel. Und ich habe das gehabt, ich habe mehrere Jahre, da habe ich als junger Erwachsener einfach vor mich hingelebt. Ich habe gearbeitet, viel gearbeitet. Ich bin in den Gottesdienst gekommen, aber ich habe mich nirgends eingebracht. Und wenn ich jetzt zurückschaue, sind das Jahre, die schmerzen mich ein bisschen, weil ich denke mir, Gott hätte so viel machen können mit mir und ich war einfach nicht bereit. Und ich weiß noch, was mich rausgeholt hat aus dem war, dass ich dann gesagt habe, ich möchte in der Jugend mitarbeiten, habe ich mit dem Bench geredet und ich erinnere mich an die Fahrt zum Jugendcamp, zu meinem ersten Jugendcamp nach langer Zeit, wo ich dann ganz ehrlich mit Bench und Esther geredet habe und gesagt habe, ihr wisst ja, ich bin geistlich jetzt, also ich fühle mich fern von Gott und ich weiß nicht, also ich möchte gerne mitarbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich was zu geben habe. Und die waren so cool, die haben einfach gesagt, schau mal einfach, ja, das passt, ist kein Stress. Und auf dem Camp hat Gott so klar zu mir gesprochen und Berufung ausgesprochen, eben um mit jungen Menschen zu arbeiten. Genau. Und vielleicht eins der wichtigsten Dinge, was Wachstum angeht. Manchmal fühlt man sich so, als würde das Leben so gehen, es geht einem voll gut und dann geht es, oh nein, doch nicht. Und dann geht es wieder gut und doch nicht. Und so geht das dahin und man denkt sich, was soll das Ganze? Aber was ich erfahren habe, ist, dass wenn man sich auf Gott ausrichtet, dann fängt es unten an und es geht rauf, dann geht es runter und du denkst dir, oh, alles wieder kaputt, alles umsonst. Aber wenn man über die Zeit schaut, dann sieht man, dass sich doch was tut und dass was wächst. Und das wünsche ich euch. Und ganz essentiell sind diese Punkte, wo es runtergeht, dann gibt es einen Tiefpunkt. Und da ist wichtig, was man da macht. Und da, ich weiß gar nicht, ob es alle sehen können, sorry. Aber an dem Tiefpunkt gibt es eine Sache, die Gott gemacht hat, über die rede ich fast jedes Mal. Aber das ist Buße und Umkehr. Und Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 7,
Verse 8 bis 10, da schreibt er über diese Betrübnis, diesen Schmerz, den man hat, oder dieses sich schlecht fühlen, was kein schlechtes sich schlecht fühlen ist, sondern diese Betrübnis, die bewirkt Veränderungen in deinem Herzen und in deinem Denken und die bringt Leben und die ist so wichtig. Und ja, und ich kann sagen, ich bin in meinem Leben tausendmal, mehrere tausendmal an diesem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Gott, ich habe dich aus den Augen verloren oder ich habe Mist gebaut oder und ich brauche dich, bitte komm und nimm mich und verwend mich. Und Gott war kein einziges Mal so, dass er mir einen Vorwurf gemacht hat. Ich habe mitgezählt, 997 Mal. Jetzt hast du es noch immer nicht gelernt. Niemals, kein einziges Mal. Bei Gott findet man nur Annahme und er nimmt dich und er sagt, okay, ich komm her. Ich vergebe dir, ich wasche dich rein, ich mache dich neu. Und deshalb kann ich heute da stehen und deshalb kann ich heute sagen, ich glaube an Gott, weil Gott ist, also ich habe mein Leben schon so oft abgeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, Gott kann mich jetzt nicht mehr, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Er hat es mir 100-mal gesagt und ich habe wieder versagt. Und Gott sagt, nein, ich will dich gebrauchen. In den Schwachen will ich mächtig sein. Und genau. Ja, und jetzt möchte ich am Schluss noch einen Aufruf machen, einfach. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, irgendwie durch was ich gesagt habe, wenn Gott zu dir spricht durch das, was David Wilkerson schreibt, dass er einfach eine Entscheidung trifft, aus dem Nichts heraus, so, ich will aufhören, also nicht fernzuschauen. Also das ist keine Regel und ich bin voll gegen dieses, wir dürfen das nicht und wir dürfen das, und ich mache da auch meistens nicht mit, wenn irgendwer so von vorne redet. Aber wenn du das Gefühl hast, dass der Heilige Geist dir jetzt persönlich was sagt, hey, da ist etwas, bring das in Ordnung, oder da ist etwas, willst du das opfern für mich? Und dann möchte ich dich einfach dich ermutigen, hey, geh dem nach. Also wenn Gott dich angesprochen hat, dass du irgendwas in deinem Leben verändern sollst, geh dem nach, veränderst. Und wenn du das Gefühl hast, das ist in meinem Herzen was falsch und ich versuche es ja zu verändern, ich kann es nicht, dann sagt Gott, hey, komm zu mir, ich will es verändern und er wird es verändern. Wenn du vielleicht zum ersten Mal oder zum 100. Mal dein Leben Jesus hinlegen willst und einfach sagen willst, Gott, es tut mir leid, wie ich gelebt habe, ich brauche dich, bitte mach mich neu, ich möchte mein ganzes Leben dir hinlegen, hast du auch jetzt die Gelegenheit. Und ein Gedanke noch, der Saulus von Tarsus, bevor er Paulus wurde, der hat die Schrift so gut gekannt, der hat das Wort Gottes so gut gekannt, trotzdem hat er die Christen verfolgt. Was er gebraucht hat, war nicht noch mehr Disziplin und noch mehr Wissen, sondern er hat eine Begegnung mit Gott gebraucht. Und wenn du dich an dem Punkt fühlst, wo du denkst, ich komme nicht weiter, vielleicht brauchst du eine Begegnung mit Gott. Und das ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, und wenn es etwas gibt, wo du weißt, das hindert dein Wachstum, die Magdalena Hochwallner oder jetzt Nagel, die hat mir das mal gesagt, oder in der Jugend hat sie das gesagt, das ist so wie wenn man schwanger ist und man trinkt Alkohol. Dass wenn Gott eine Berufung für dich hat und du lebst aber nicht, also du machst Dinge, die nicht in Ordnung sind, das kann wirklich was kaputt machen, was Gott geplant hat für dein Leben. Nimm Sünde ernst. Mit Sünde sollte man nicht spielen. Deshalb, wenn du das bist, dann kannst du auch Buße tun. Es ist einfach nur umdrehen und sagen, Gott, ich gebe dir alles. Ich lasse dich in jeden Bereich meines Lebens hinein. Okay, wenn ihr einer von denen seid, dann möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr aufsteht. Und wenn ihr Gebet braucht oder Gebet wollt, könnt ihr die Hand heben dazu und dann können einfach Leute um euch herum für euch beten oder geht dann nach dem Gottesdienst zum Kreuz und lasst dort für euch beten. Aber genau, ich werde jetzt beten und wenn das auf ihn zutrifft, dann kannst du gerne aufstehen und ja, und Gott dein Leben ganz neu hingeben.
Lieber Vater, ich danke dir so, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du nie uns zu etwas zwingst oder ich weiß nicht, woher dieses schlechte Bild von dir kommt, aber ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, dass du uns liebst, dass du immer da bist für uns. Und ich möchte dir danken, dass du unser Leben verändern willst, dass wir wachsen und dass wir eine gute Familie haben, dass wir eine gute Beziehung zum Ehepartner haben, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern. Herr, du möchtest, dass wir echt ein gutes Leben haben und ich danke dir so dafür. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dort in den Herzen gerade rückst, wo was schief ist. Und ich möchte dich bitten, dass heute echt neue Entscheidungen getroffen werden für dich und dass du echt mit deinem Wind kommst und frischen Wind reinbringst, dass du Berufung aussprichst, dass du wirklich unser Leben veränderst. Danke, Jesus. Amen.